Hallo und herzlich willkommen im Wald. Gut, zugegeben, ich hocke in der Hütte, weil es schneit ganz ordentlich. Aber ich dachte mir, ich muss heute trotzdem mal raus und nutze die Gelegenheit des vergleichsweise eher bescheidenen Wetters. Ich finde es super, aber für viele Leute eher bescheiden, um im Wald endlich mal wieder Ruhe zu haben. Ich habe niemanden getroffen. Es ist schon paradox zurzeit. Einerseits wünscht man sich Leute, wenn man einsam daheim rumhockt. Was heißt einsam? Wir sind zu zweit. Das ist schon was wert. Aber andererseits, wenn man in den Wald geht, wo man gar nicht davon ausgeht, dass da Leute sind, und da sind plötzlich massenweise Leute, dann ist auch irgendwie wieder nicht recht. Sehr, sehr paradoxe Geschichte. Aber ich habe jedenfalls jetzt die Ruhe sehr genossen auf dem Weg hierher. Ruhe ist zurzeit, glaube ich, wirklich so was Zweischneidiges. Man möchte einerseits, will man ja keine Ruhe und sucht eher nach einem Ausweg aus der Stille, philosophisch gesagt. Und andererseits hätte man auch gerne zwischendurch wiederum erholsame Stille. Stille ist ja nicht gleich Stille. Zum Beispiel hier jetzt im Wald kein Ton, nix. Also wenn ich jetzt nicht labern würde, ja, ich bin natürlich wieder schuld. Ja, das ist eine Form von Ruhe, die mich eher beruhigt und keinesfalls irgendwie stört, während ich die Ruhe, die man so im Alltag hat, eher als, ja, langsam reicht's mal. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Ruhe sehr gerne mag, aber jetzt ist echt mal wieder gut. Könnte man ja mal langsam ein kleines bisschen, na egal. Lassen wir das jedenfalls. Was wollte ich machen? Ich wollte ein bisschen Spaß haben. Spaßfaktor Nummer 1, ganz kurz, war hier hochstapfen. Es sind genau 200 und ein bisschen Höhenmeter zwischen hier und meiner Behausung, unserer Behausung. Und unten regnet es, hier schneit es, unten liegt bestenfalls ein Film, ein durchsichtiger von Resten von Schnee. Ne? Hier 10 cm Neuschnee sind es bestimmt schon. Ja, mindestens. Und bis heute Abend sicherlich noch mehr. Kommt ja gerade fleißig noch was dazu. Sowas macht unglaublich Spaß, wenn man bei bisschen Schnee beginnt, den Berg hochzusteigen und genug Höhenmeter hat. Es wären noch oben noch ein paar. Ja, so ist das nicht. Damit man da wirklich einen deutlichen Unterschied bemerkt. Das macht mir unglaublich Spaß, so Wetter live erleben sozusagen. Und nicht nur, ja gut, es kommt halt was runter, sondern der Aggregatzustand dessen, was runterkommt, ändert sich. Ja, aber jetzt wirklich zum Punkt. Ich wollte ein bisschen was anzünden. Ja? Ich habe mitgebracht Spaß. Ne? Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen Spaß haben. Einmal, das habt ihr vielleicht schon gesehen, hier die Fire Ant. Das ist ein sehr tolles Neudeutsch Plug-in für Schweizer Taschenmesser, die einen Korkenzieher haben. Da kann man dann dieses Material zum Feuer machen. Reinschrauben, sage ich euch gleich noch genauer, und dann zünden wir damit auch jetzt mal was an. Und zweitens, und dazu haben wir schon ein bisschen was daheim vorbereitet, beziehungsweise die eine Hälfte haben wir schon vorbereitet, die andere Hälfte bereiten wir noch vor. Eine, wie ich finde, schöne Art, da gibt es natürlich viele Alternativen, die auch gut funktionieren, ja? Machen wir uns nichts vor. Aber eine, wie ich finde, sehr schöne Art, seinen Zunder selber zu machen, ist der Eierkarton-Holz-Raspel-Paraffin-Zunder. Hat meine Frau besteht darauf, sie es nicht erfunden zu haben. Sie hat sich es auch mal irgendwo abgeguckt. Sie weiß aber nicht mehr wo, deswegen können wir keine Quelle angeben. Gibt es in zwei Varianten. Ich zeige das mal vor. Einmal gibt es, ja, aber gucken wir uns das am Boden an. Ja, einmal hier die Variante mit Wachs reingeträufelt. Also man tut im Prinzip Holzspäne in den Eierkarton, träufelt Wachs drüber. Fertig. Ja, wie träufelt man Wachs? Naja, man benutzt eine Kerze, ein Teelicht, was auch immer, und kippt dann halt dessen geschmolzenen Inhalt da rein. Das ist ein bisschen aufwendig. Das dauert einfach, bis man genügend geschmolzenes Wachs hat. Was man noch machen kann, ist einen alten Topf nehmen, Teelichter, also sprich den Wachs
Paraffin heißt das Zeug, Anteil von den Teelichtern in den Topf schmeißen. Muss halt ein alter Topf sein, den kriegt man nicht mehr wirklich sauber. Das da drin schmelzen und dann eben vom Topf aus hier rein, auf der Herdplatte schmelzen, vom Topf aus hier reingießen. Das geht natürlich bei weitem schneller, ist vielleicht die beste Methode, weil theoretisch, und dazu hatten wir auch schon was aufgenommen, weil wir dachten, das wäre vielleicht ganz praktikabel, kann man auch einen Eierkarton nehmen, und dazu die Gebrauchsanweisung, was wir damit gemacht haben, würde ich euch jetzt hier an dieser Stelle mal einspielen. So, hallo, ich zeige euch kurz, wie man diese Grillanzünderchen nach Ethüxens Art bastelt. Ich habe sie nicht erfunden, ich habe die auch mal irgendwo so gesehen und hatte das noch in meinen grauen Zellen abgespeichert, dass man so auch wunderbare Grill- bzw. Feueranzünderchen machen kann. Okay, ihr seht, man braucht einen Eierkarton. Das sind einfach Späne von Fichtenholz. Mein Mann korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Es sind Hölzchen von einem alten Lattenrost, den wir mal auseinandergesägt haben, wo ich einfach so ganz viele kleine Späne geschnitzt habe. Das kennt ihr ja alle bestimmt. Die fliegen gerade durch die Küche. Und die stopfe ich am Anfang so ein bisschen die langen, dünnen. Erst in den Eierkarton. Ich nehme den noch ein bisschen hoch, dann seht ihr das vielleicht besser. So, erst so ein paar lange, dünne rein. In der Mitte nach unten drücken. Die kann man dann auch ziemlich gut anzünden. Und dann einfach noch ein paar kleine mit dazu werfen. Damit auch ein bisschen Material da drin ist. Die anderen 5, seht ihr, habe ich schon vorbereitet. Damit ihr nicht allzu lange eure Lebenszeit verschwendet, damit mir beim Basteln zu. Das ist doch keine Verschwendung. Dann habt ihr ja bestimmt auch schon gesehen, dass da eine gewisse Wachskomponente drin ist. Die habe ich einfach mit einem Teelicht da hinzugefügt. Dieses in 6 gleich große Stücke getrennt. Also ungefähr gleich große. So. Ups. Dann kommt jeder Sechstel möglichst mittig. Oh, da hat es noch irgendein Kleber. In sein Nest. Und da fehlt noch was. So. Und dann habe ich jeweils einmal kurz das Ganze in den Backofen gemacht bei 50, 60, 70 Grad. Ich weiß es nicht genau. Einfach so, dass das Wachs schmilzt. Und das dauert auch nicht allzu lang, wenn der Ofen vorgeheizt ist. Und dann ist das Ganze schon fertig. Danke, Schatz. Bitte, Schatz. So, und da sind wir wieder. Und das Resultat ist jetzt, das dürfte wahrscheinlich schon brennbar sein, mal gucken. Aber es ist leider auch ja, nicht besonders stabil. Und wenn ich es jetzt ganz umdrehe und heftig schüttel, dann fliegen da fast alle Späne raus, weil das Wachs eben die Späne wohl drängt, aber sie nicht zusammenklebt und dann unten im Eierkarton hängen bleibt. Gut, aber jetzt wollen wir mal testen, inwiefern diese Variante denn gut funktioniert. Wir brechen uns eine Eierkartonwabe raus. Ja, und es ist schon ein bisschen blöde, weil das ist halt schon lose. Ja. Das ist sicherlich nicht die optimalste Methode. Und die Frage ist jetzt, brennt das gut? Das kann man jetzt anzünden, natürlich mit allen gängigen Methoden. Ob das auch mit dem Fire-Stil geht, weiß ich nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich habe ein Streichholz. Und mit Streichholz dann super einfach, super praktisch, weil das Streichholz ist ja gleichzeitig dann auch noch mitverbrennbar. Finde ich eigentlich ganz cool. Durch die Wachstränkerei sind die Späne natürlich besonders gut brennbar und das brennt auch ziemlich lange, würde ich jetzt behaupten wollen. Ne? Werden wir sehen. Machen wir alternativ. Ich kann heute übrigens nicht den Wald anzünden.
Die Variante mit dem Drüberträufeln, die ist auch prima, wie ich bestätigen kann. Und zünden die spaßeshalber mal mit dem Feuerzeug an. Und man sieht, die brennen auch relativ lange. Der Karton selber, der Eierkarton selbst, ist halt auch etwas, was wirklich prima brennt. Insbesondere mit Wachs getränkt. Okay, das mit Feuerzeug gar nicht mal so doll. Macht mir mehr Spaß mit Streichhölzern, muss ich sagen. Aber ja, also von der Brennleistung her, muss ich sagen, kann ich bei denen, auch wenn das Material möglicherweise rausfällt, nicht erkennen, dass die irgendwie schlechter brennen würden als die da. Wir gucken da jetzt noch ein kleines bisschen zu. Ich bin so ein minimalst in Eile. Oh, der Schneefall hat zugenommen. Super. Macht ja nichts. Ich bin entsprechend gekleidet. Gar kein Problem. Und so weit ist es nicht. Die 200 Höhenmeter den Berg halt wieder runter. Ja, also die brennen prima. Ich guck mal auf die Uhr, wie lange sie gebrannt haben und blend euch das dann hier ein. Da müssen wir ja jetzt nicht die ganze Zeit so vollen Bewusstseins hingucken. Denn die andere Sache, die ich entsprechend euch noch zeigen möchte, ist dieses Ding hier. Und dieses Ding hat quasi zwei Komponenten. Erstens, man dreht den Feuerstahl raus. Das ist hier dieser, dieses kleine Nopselchen. Ja, nicht besonders beeindruckend, nicht besonders spektakulär, aber das kann man sich denken. Ne? Das ist ein Feuerstahl mit einem Gewinde. Die sind übrigens glow in the dark, die Köpfchen von diesem Fire-End-Gedönsteil. Das heißt, man findet die im Dunkeln ganz gut wieder, beziehungsweise man findet im Dunkeln sein Messer ganz gut wieder. Das habe ich ausprobiert auf dem Nachttisch. Funktioniert prima, man weiß immer, wo das Messer auf dem Nachttisch liegt. Ja, wir führen eine Ehe, da hat jeder auf dem Nachttisch ein Messer liegen. So, und dann dieser Helix, der nennt sich Helix-Tinder. Das ist quasi auch mit Wachs getränkte Watte, aber eben derart stark komprimiert und dann wahrscheinlich zweimal mit Wachs getränkt. Einmal im fluffigen Zustand, einmal im stark komprimierten. Ich habe keine Ahnung, wie man das herstellt. Aber jedenfalls ist das durch diese massive Wachstränkung und durch die starke Komprimierung der Faser, fühlt sich das schon ziemlich fest an. Hat so eine, ja, von der Haptik her so ein bisschen wie Plastik, kann man sich das vorstellen. Ist aber kein Plastik. Und in dem Zustand, wie er jetzt hier ist, also in der aufgedrehten Variante, soll der wasserdicht sein. Ja, da gibt es eine einfache Möglichkeit, das zumindest ein bisschen auszuprobieren. Hier habe ich Schnee, hier habe ich Tinder. Machen wir Tinder mal, also Zunder, ne? Können wir ruhig Deutsch reden. Machen wir mal hier rein. Oh, und unser locker drinlegend mit Wachs im Backofen geschmolzen. Zunderchen hat aufgegeben. Das Problem ist, wir wissen nicht genau, wie viel Wachs drin ist. Die sind also nicht identisch. Aber der zweite, der gibt auch gleich auf und den hatte ich ein bisschen später angezündet. Es ist also von der Brennleistung her ist ziemlich identisch. Das nimmt sich nicht viel. Die sind übrigens umweltfreundlich, da bleibt nichts zurück, was in irgendeiner Form umweltschädlich wäre. Gut. So, jetzt haben wir den ein bisschen zumindest nass gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass die mit Wasserfest nicht meinen, dass man das Ding unter Wasser anzünden soll. Und ich weiß es nicht, wahrscheinlich muss man es auch ein bisschen trocknen, wenn man damit wirklich ins Wasser gefallen ist. Aber eine leichte Feuchtigkeit sollte kein Problem sein. So, und jetzt drehe ich das einfach spaßeshalber mal auf. Also gegen eben die Helix. Und dann gibt das hier so ein Würstchen. Und dieses Würstchen können wir jetzt weiter auseinanderfriemeln. Braucht man auch keinerlei Werkzeug dazu. Ja, das letzte Mal ging es einfacher. Man macht aber nichts. Ja, jetzt habe ich es. Ja, und dann sieht man auch, dass das von der Struktur her sehr wattig ist. Und man kann da dann einen, ja, dann zerreißt man es langsam nach und nach auch. Das gibt dann wie so einen kleinen Wattebausch. Und diese wattige Struktur, dass das dann möglichst fluffig ist, ist auch wichtig, damit man das mit so einem winzigen Feuerstahl, auch wenn der erstaunlich gut Funken macht, auch angezündet bekommt.
Also, wenn ich, als ich eingangs gesagt habe, es geht mir darum, dass ich ein bisschen Spaß haben will, ne, dann meinte ich ja mich. Dass das jetzt für euch natürlich nicht so lustig ist wie für mich. Das ist selbstverständlich so. Ja, gut. Also, hier jetzt in der ganz, ganz fluffigen Variante. Ich leg's hier hin. Da seht ihr es gut. Ja, da seht ihr es gut. Und jetzt ist die Frage, wo hat man an einem Schweizer Messer einen Gegenstand, mit dem man den Feuerstahl anreißen kann? Ist es die Klinge? Ja, man könnte schon die Schneide nehmen, das wäre aber blöd. Aber der Klingenrücken, da kenne ich kein Schweizer Messer, bei dem der Klingenrücken irgendwie angeschliffen wäre, um in der Lage zu sein, hier so ein Ding zu anzureißen. Das funktioniert einfach nicht. Aber die meisten Messer, die eine Säge haben, ich würde für einen Outdoor-Schweizer Messer sowieso unbedingt eins mit Säge empfehlen. Die Säge ist ein unglaublich praktisches Werkzeug. Ne, eine Klinge hat man bei fast jedem Messer, eine Säge weniger. Und ja, also das war jetzt nur zum Zeigen natürlich. Gut, also das funktioniert eben mit dem angeschliffenen Klingen, ja, Sägerücken. Ne? Klingenrücken ist es ja nicht. Ganz wunderbar. Und dann würde ich die Säge hier vor, ein bisschen weiter vorne halten. Da muss man natürlich aufpassen, dass man sich jetzt nicht wehtut. Hoppla. Und das Problem ist halt mit solchen Wattedingern, dass man da dann gerne auch den Zunder... Jo! Ach, das geht super. Das geht wirklich super. Zündet erstaunlich gut. Und beim ersten wirklich erzeugten Funken direkt angegangen. Und ich bin nicht besonders gut im Umgang mit dem Feuerstahl. Schön wäre es natürlich, wenn es noch einen Tick länger brennen würde, aber andererseits, wenn man das als Notfallzunder dabei hat, dass sich wirklich super einfach entzünden lässt und halt so schlau ist, noch irgendeinen anderen Zunder zu sammeln, den man dann noch zusätzlich oben drauf legt, jetzt gerade im Winter, das langt nicht, um Feuer anzuzünden, das könnt ihr vergessen. Ja, das wird man nicht hinkriegen bei diesen Temperaturen, bei diesen Bedingungen und schon gar nicht im Schnee. Aber zünden tut super, das ist die Hauptsache. Eine schöne große Initialflamme, damit kann man dann auch jeden beliebigen anderen Zunder, den man sonst noch so gefunden hat, Gienspanbirkenrinde, sowas in der Richtung, einfach nur einen Klumpen Harz dazulegen, ein paar Äste mit einem Klumpen Harz zusammenkleben und dazulegen. Also sowas kann man damit dann prima anzünden, dafür reicht's. Und ihr habt ja gesehen, wie winzig das ist. Jetzt ist hier noch ein kleines bisschen was übrig. Das wollen wir jetzt nicht. Da soll nicht was übrig sein. Ja, schon besser. Jo, und das ist es im Prinzip. Ja, und zu den Teilen ist ja klar, wie man da Wachs reintropft. Das muss ich jetzt niemandem vormachen, dass man dann einfach die heiße Kerze so ein bisschen kippelt und da Wachs reintropft in die einzelnen Dinger, deswegen sollte die Version die lockere Version sollte gereicht haben. Interessant wäre mal noch zu wissen, brennen die auch im Schnee? Lasst uns das mal noch schnell ausprobieren. Flop. So, da haben wir einen Schnee. Wo bin ich? Hier bin ich. Da lege ich die jetzt mal. Ach. Ja. So, angezündet ist. Was habe ich jetzt gerade umgeschmissen? Ach, meine Cola. Ich meine mein normales reines Wasser. Total gesund. Ja, ich trinke ja immer nur reines Wasser. Mit reines schwarzes Wasser. Ja, seht ihr? Also die brennen auch erstmal eine Weile im Schnee. Ist ganz interessant, wenn man jetzt wirklich ganz schnell ein Feuer haben möchte und halt zufällig genug Zunder dabei hat oder von den Teilen vielleicht auch mehrere noch im Rucksack rumfliegen. Wie gesagt, es gibt jede Menge Zunder, die man selber machen kann. Es muss ja nicht zwingend so einer sein, ja. Aber ich finde die lustig. Und kann man sogar direkt in den Schnee stellen. Auch wenn es schneit, brennt trotzdem. Und packt man ein paar aufeinander, dann hat man schon wirklich auch viel, viel Feuer auf einmal, sage ich jetzt mal. Ups.
da ist dann schon ein gewisses Potenzial vorhanden, damit dann auch wirklich relativ schnell ein reguläres Lagerfeuer zum Laufen zu kriegen. Aber normal, da braucht man halt mehrere von den Dingern. Und jetzt müssen wir der Fairness halber auch sagen, was ist unter dem Schnee? Ja, Steinplatte. Nicht etwa noch mehr Schnee. Ja, aber die gehen jetzt wahrscheinlich dann demnächst aus, weil sie sich selber runtergebrannt haben. Andererseits, ja, so tief ist es da ja nicht. Ja. Also man könnte natürlich, also theoretisch, ja, also nicht nachmachen, liebe Kinder, aber theoretisch könnte man einfach noch einen dritten dazulegen. Ups, ja, mehr Zoom habe ich nicht. Kommt noch ein bisschen näher. So. Ja, es sind die kleinen Freuden. Was anderes als kleine Freuden kriegen wir zurzeit nicht. Das muss man sich auch klar machen. Ja, cool. Herr Doktor, bin ich ziemlich begeistert, dass das dem Zeug ziemlich egal ist, ob man es in den Schnee legt, sofern es halt irgendwann unten angekommen ist, ne, und nicht beliebig weit einsinken und nach unten brennen kann. Aber damit würde ich sagen, also mit drei von den Teilen, hiermit dürfte es jetzt kein Problem sein, wirklich ein Lagerfeuer anzuzünden. Da hätte ich jetzt eins zu laufen gebracht, würde ich behaupten. Also wenn jetzt hier eine Notsituation wäre und ich mich im Wald verlaufen hätte und dringend ein Signalfeuer brauche. Also, ne, wenn man sich im Wald verlaufen hat, dann versucht man aus dem Wald wieder rauszukommen. Dann macht man nicht ein Feuer und bleibt über Nacht. Das nur mal am Rande angemerkt. Das ist, das mögen viele Leute vielleicht nicht hören, wenn ich das jetzt so sage, aber am realistischsten ist, wenn du irgendwie in Not gerätst im deutschen Wald, geh irgendeinen Weg entlang, bis du aus dem Wald wieder draußen bist. Gibt nur ganz wenig Regionen, wo das lange dauern dürfte, bis man wieder draußen ist aus dem Wald. Und hier im Schwarzwald ist es auch simpel. Geh einfach immer runter, 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 runter. Irgendwann bist du so weit unten, dass du im Tal bist. Und die sind alle durchgehend bewohnt. Ja, die Täler. Die Höhen natürlich wenig. Ja, ich glaube, das war's. Jo, und das war der kleine Spaß am frühen Montagabend. Es ist jetzt 17 Uhr, noch 3 Stunden bis Shutdown, Lockdown, Shutdown, was auch immer, Ausgangssperre. Also das sollte mir reichen, um erfolgreich wieder nach Hause zu kommen. Und das werde ich jetzt dann auch tun. Bin zwar warm genug angezogen, aber die kleinen Späße, die müssen einem dann eben entsprechend auch reichen. Und dann geht's wieder nach Hause zur Frau, die was Leckeres zu kochen gedenkt. So, also, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Macht's gut, Dankeschön fürs Reinschauen, ne? Kleiner Mumpitz für zwischendurch. Tschüss.